Oh, scheiße. Nicht gut. Wow. Ach du Scheiße. Moin und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Wir sind hier gerade immer noch in Akt 3, Bloody Roots. Und wir erkunden die Kindheit unserer Hauptfigur. Und das ist jetzt hier eine sehr merkwürdige Situation. Unsere Schwester steht auf der Planke und wir müssen uns entscheiden, wen wir erschießen. Die Stofftiere, die unsere Henchmen sind, oder die Schwester über die Planke gehen lassen. Das ist jetzt das große Rätsel. Ich entscheide mich für die Stofftiere. Also ich erschieße die Stofftiere und rette die Schwester. You thought you could be me? You will always be just a scared little boy. Finde deine innere Stimme, habe ich gerade als Achievement gekriegt. Oh Gott! Sie liegt unten. Schnell runter. Schnell nach unten. Schnell, schnell, Lily. Schnell. Sie ist runtergefallen. Lily! Lily! Hat die sich was ge- Gott. Lily, I thought you were gone. That's because I was. Well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now, I can become someone else. Huch. Gott. So war das also. So ist das also mit dem Schauspielern entstanden wahrscheinlich. Das ist quasi seine Kindheit, an die er sich erinnert. So ist er quasi zur Schauspielerei gekommen. Das hat ihn inspiriert. Sie hat ihn inspiriert. Also war es die Schwester quasi. So verstehe ich das jetzt. Wenn er das zweite Kind war, was nicht gewollt war, dann ist sie die Schwester gewesen. Man kann hier irgendwie so hoch, aber doch nicht. Nee, man kann doch nicht hoch. Schade. Warte mal, nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Nee. Da ist wieder der Vorführraum. Watch. This is the best part. Oh Gott, ein riesiger Strudel mit einem Kraken in der Mitte. Das ist Sea of Thieves. Come. We can't stay any longer. Das Büro, na toll. Okay. Dann geht's jetzt in Papas Büro. I know. Henceforth, I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, Quartermaster. I can be whoever I choose to be. If your little mind says otherwise, then to the depths with it. Ich habe auf in dem kleinen Raum habe ich auf dem Hocker ein Item übersehen, ja, okay. Ja, das kann durchaus passieren, dass mal was übersehen wird. Oh Gott, es ist durchaus möglich, dass ich das vielleicht sogar nochmal mache, also nochmal einen Durchgang mache und mal gucke, was ich so übersehen habe, weil es scheint ja doch auch alternative Enden so ein bisschen zu geben, glaube ich. Oder alternative Möglichkeiten sich zu entscheiden. An einigen Stellen. Das hat bestimmt auch Auswirkungen. Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Ein Bild von einem Bullauge. Hier haben wir ein Schriftstück. Midas, der Steuermann. Er liebt Gold über alles. Er kann es am anderen Ende der Welt riechen. Deshalb steuert er immer auf den Schatz zu. Das sind so die einzelnen Figuren, die sie sich für ihr Spiel überlegt haben wahrscheinlich. Das sieht... Oh, das sieht aus wie so ein Raketenteil, so ein bisschen. Ah. Da fehlt noch eine Spitze. Okay, ich brauche noch eine Spitze. Für die Rakete. Da ist die Spitze. Ich sehe sie. Ich will vorher noch mal... Da bin ich schon wieder geduckt. Ich bin geduckt, Leute. Ein Dias! Genau, da muss ich wahrscheinlich drücken, wenn sie fertig ist. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Ich will nur gucken, dass ich nichts übersehen habe jetzt.
Muss mal wieder ein bisschen aufmerksamer werden, glaube ich. Das ist auch so ein richtiges verstörendes Bild, ey. Mit so zwei zusammengewachsenen Schädeln. Sehr verstörend. Spitze. Und da ist die Mondrakete fertig. Ach so. Irgendwo muss hier noch ein Kabel sein. Da. Rein da. Moment. Hä? Moment, wie geht denn das jetzt? Ah ja. Reinziehen. Jawoll. Ach so, ich muss einsteigen. Schnell rein. Auf zum Mars. My brother. He was always there. A oder D, um zu steuern. Oh Gott. Wow, okay. Krass. Silent, ah. Smiling sadly. Ah. Ich kann nicht weiter nach links. Warm shadow. Nein, das war falsch. There, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, we'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky. Was kommt denn da? Da kommen Häuser an. But never really seeing them. Gott. What he really saw was a thousand souls on fire. Wow. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him. To make a thousand hearts bleed. A thousand heads turn. Whoa. A thousand eyes weep. Wow. My brother. Silent dreamer. Oh, scheiße. Dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime. A light on the horizon. Whoa. A flame to cool his own. Yes, he had it in him. What? To make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. A thousand lives. Hey, die Sonne hat ein Gesicht. Never mind. Never mind. Das ist wie dieser erste Science-Fiction-Film so ein bisschen, die Reise zum Mond. There we were, dreaming our souls away into the night sky. Da hatte der Mond auch so ein Gesicht. Reach out and take it. A cruel, ja, genau. Ich glaube, das ist sogar das Bild von dem Mond. Something else took its place. Whoa. Something, ja, das ist das. Something. Das ist dieses Bild aus dem ersten Science-Fiction-Stummfilm irgendwie. Krass. Mit dem Mond, wo der Schauspieler den Mond spielt quasi. Wo der als Mondgesicht dann die Rakete im Auge stecken hat. Krass. Voll die Anspielung. Da guckt einer. Von oben. Ah. Und da sind wir wieder im Vorführraum. Oh no. What will the Black Wanderer do now? Schon wieder Sea of Thieves. Don't worry. One day we'll get to see how it ends. Endlich darf ich aufs Klo. Endlich darf ich aufs Klo gehen, meine lieben Freunde. Naja. Wie viele Zimmer hat dieses Haus denn noch, ey? Küche haben wir jetzt. Moment, was ist das? Bonsai-Baum. Lily, what if something bad happens? What if I can't find you? Hm. Was? Listen to my voice. Hold it deep inside. Boah. And I will always be there for you. Ein krasser 3D-Effekt. Forever. Wenn man sich dreht, dann ist sie mal links, mal rechts und so. Das ist krass. Man kann sie richtig gut lokalisieren, wo sie ist. Geburten, Herr und Frau Abraham
haben am Samstag, den 3. Februar um 23.30 Uhr im St. Bartholomew's Hospital eine Tochter zur Welt gebracht. Herr und Frau Hopkins haben am Sonntag, den 4. Februar um 16.30 Uhr im St. Thomas Hospital einen Sohn zur Welt gebracht. Herr und Frau Burns haben am Sonntag, den 4. Februar um 2 Uhr im St. Bartholomew's Hospital einen Sohn zur Welt gebracht. Herr und Frau Wilkes haben am Montag, den 5. Februar um 6 Uhr im Hospital, Royal Hospital, eine Tochter zur Welt gebracht. Tode, Anderson, geliebter Sohn, kam am 3. Februar um 18 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Dienstag um 14 Uhr, Friedhof Highgate. Burns, geliebte Ehefrau, Mutter zweier Kinder, kam am 4. Februar um 2 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Mittwoch, den 7. Moment mal. Burns? Herr und Frau Burns haben am Sonntag, den 4. Februar um 2 Uhr, einen Sohn zur Welt gebracht. Er ist verantwortlich für den Tod der Mutter, also seine Geburt quasi ist verantwortlich für den Tod der Mutter. Die Mutter ist bei der Geburt quasi gestorben. Wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere. Okay. Erklärt auch einiges auf jeden Fall. Erklärt einiges. Erklärt die Frustration des Vaters. Auf jeden Fall auch. Miss. Okay, ich gehe woanders lang. Hier darf ich nicht rein. Hier darf ich auch nicht lang. Moment mal, ich darf hier gar nicht raus. Ach, hier lang. Oh, warte. Einfach wegducken, ist alles gut. Ruhe. Tür ist, sind alle verrammelt. Okay, ich muss hier rein. Da rein. Ah, da muss ich rein. Ja, genau. Das ist das richtige Zimmer. Ah, warte mal. Ich wollte ja vorher noch mal nach hier unten gucken, was hier war. War hier nicht der Keller? Ah, Moment mal. Was ist das? Eine Zitrone. Mh, lecker. Jetzt eine Zitrone. Da habe ich ja nicht rein. Genau, das war der Keller. Genau. Dann habe ich die Zitrone immerhin noch gefunden. Alles gut. So, dann gehen wir mal ins Bad. Oh Gott. Alles aufdrehen, genau. Die Spiegel rasten aus. Scheinbar muss ich es auch wieder zudrehen. Wo ist eigentlich das Klo? Da. Kann ich spülen? Nein, darf ich nicht. Da! Ich wollte es mir nur angucken. If you want to make it to the end, just remember, the monster can be scary, but it's sad too. Moment because mal. Because at the end of the day, it's just as lost as we are. Ist das ein Hinweis, wo ich jetzt langrennen muss, ein Versteckter? Wahrscheinlich ist das die Map. Und ich muss mir jetzt merken, wo ich lang muss. Bitte was? Ich komme hier nicht durch. Moment. Da ist irgendwas an der Wand. Da wird irgendwas markiert. Huch. Was zur Hölle? Ah! Wie? Was? Wie bin ich jetzt hier reingekommen? Bin ich durchs Schlüsselloch geklettert? Das wird immer schräger, Leute. Ich weiß überhaupt nicht, was ich erwarte. Was? Ah, Mann! Seltsame Schattenspiele, oh Gott. Hä? Kann ich jetzt hier aufmachen? Nee, warte mal, jetzt bin ich wieder... Ich kann hier das Wasser laufen lassen. Ich kann es auch. Ich kann es zudrehen, das Wasser. Jetzt kann ich hier wieder drücken. Aha. Ach, die Hände wollen vielleicht an die Pflanze ran. Kann das sein? Und ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Pflanze. Dass die hoch genug kommt, vielleicht?
Warte mal, wir haben ja hier drei Türen. War die schon die ganze Zeit da, die Tür? Okay, die kann ich nicht benutzen. Die kann ich auch nicht benutzen. Hä? Oder habe ich es schon richtig gemacht vielleicht? Warte mal. Moment, ich check's gerade nicht, ehrlich gesagt. Was muss ich denn? Ich mach mal nochmal das Wasser auf. Ah, guck mal. Jetzt den Ventilator an oder was? Hä? Vielleicht nur einen Wasserhahn einfach auflassen? Woher weiß ich denn, dass ich es richtig gemacht habe? Das ist irgendein Rätsel. Schneller auf den Topf drücken. Nee. Die Geschwindigkeit macht keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Versteh's nicht. Ich mache nochmal alles zu. So, jetzt ist kein Wasser am Start. Kein Regen quasi. Die Pflanze muss wahrscheinlich wachsen, vermute ich jetzt mal. Oder ich denke schon wieder zu kompliziert. Was ist denn das für ein komisches Gestöhne? Dieses. Oh. Hatte ich es nicht vorhin sogar geschafft, dass hier unten an dem Schlüsselloch, dass da was. Dass ich da reingucken konnte irgendwie? Was habe ich denn da gemacht? Ich habe Wasser laufen gehabt. Dann habe ich aber die rechte Maustaste irgendwie gedrückt. Das war wahrscheinlich falsch. Das hätte ich nicht machen dürfen. Warte mal, wie war denn der Raum, als ich reingekommen bin? Als ich reingekommen bin, lief das Wasser schon. Das war aufgedreht. So. Dann habe ich das angemacht. Hab einmal da gedrückt und hab dann das Wasser zugedreht. Und dann habe ich nochmal da dran gedrückt. Aber das scheint es nicht zu sein. Hä? Aber da, warum war denn dann da vorhin unterm Schlüsselloch? Da war doch noch ein Symbol gewesen. Da habe ich doch auch durchgeguckt. Ich check's nicht. Moment mal. Ich habe zwei Komponenten eigentlich, oder? Das Licht kann ich ja hier nicht verändern. Nee, ich habe drei Komponenten. Ich habe das Wasser, ich habe den Wind und ich habe die Pflanze. Ich drehe nochmal das Wasser auf. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Vielleicht, wenn ich mich anders zustelle? Ich verstehe das nicht, ey. Wenn ich den Wind ausmache vielleicht? Ich komme ja auch nicht wieder raus. Ist das vielleicht ein Bug? Weil... Geh mal näher an den Schatten. Passiert auch nichts. Warte mal, ich mach noch mal. Hä? Oder muss ich das aus einem bestimmten Winkel machen vielleicht? Muss ich das so machen vielleicht, dass das... Ich
verstehe das Rätsel nicht. Also irgendwie, ich würde jetzt vermuten, ich müsste die Pflanze irgendwie wachsen lassen. So dass die Pflanze zu den Händen hochkommt. Aber wenn ich hier das Wasser aufdrehe, passiert ja nichts. Dann fallen diese Köpfe vom Himmel. Und dann regnet's. Okay. Ah, jetzt! Okay, ach so, und jetzt muss ich. Warte mal. Wenn ich jetzt das andere aufdrehe. Habe ich jetzt hier schon was bewirkt? Die Pflanze ist auf jeden Fall grün. Ah, guck mal. Was? Oh Gott. Ah ja, okay. Also jetzt muss ich wahrscheinlich beide aufdrehen, schätze ich mal. Oder? Oder? Nee. Vielleicht mit Wind, ne? Oder vielleicht doch wieder erstmal nur eine? Also da muss ich... Was ist das? Radio. Muss aber nicht das Radio anmachen, damit die Pflanze wächst, oder? Ich lasse es mal an, vielleicht. Ich verstehe das Rätsel ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig. Offensichtlich muss ich die ganzen Sachen in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Aber ich kenne doch, woher soll ich denn die richtige Reihenfolge wissen? Das geht doch auch wieder nur durch Probieren. Verzeihung. Moment mal, wenn ich das... Wenn ich das an und aus mache, dann mache ich sozusagen die Sonne an und aus. Guckt mal. Vielleicht muss ich... Vielleicht ist es ein Nachtschattengewächs. Vielleicht muss ich das nachts wachsen lassen. Ah, guck mal. Wow. Alter, was? Okay, ich habe mich irgendwie durchgewurstelt, aber einfach war es nicht. Vor allem war es nicht wirklich eindeutig. Also, das war irgendwie verwirrend jetzt. Offensichtlich musste ich wirklich in der richtigen Reihenfolge die richtigen Dinge tun. Das war, glaube ich, gerade das, was hier passiert ist. Da darf ich nicht rein. Da auch nicht. Tja. Dann. Akt 3. Bloody Roots. Dann gucken wir mal. Probieren geht über Studieren, genau. So, und jetzt? Mir fällt gerade auf, dass ich hier am Boden keine Markierung mehr habe. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier geradeaus. Ah. Show yourself, ye one-eyed freak! I'll make ye wish ye had a spare. My hero. The Pirate Prince and the Cyclops King. Der Wahnsinn, wieder ein Filmplakat, sehr schön. Aber so richtig so... Ah, guck mal. Sehr geehrter Herr, bezüglich der kürzlich durchgeführten Inspektion Ihrer Räumlichkeiten fordere ich Sie hiermit im Auftrag der Stadtverwaltung dazu auf, folgende Brandschutz- und Präventionsmaßnahmen einzuführen. Gewährleisten, dass die Theaterausstattung den Anforderungen für feuerbeständige Materialien entspricht. Gewährleisten, dass die Infrastruktur des Theaters im Brandfall über einen Fluchtweg verfügt. Sie haben 30 Tage, um diese Maßnahmen einzuführen. Mit freundlichen Grüßen, unleserliche Unterschrift. Königlicher Inspektor für Gendarmerie und Brandschutz. Habe das soeben erhalten. 30 Tage, blöde Säcke, halte sie hin. Offensichtlich hat der Papa irgendwie ein Schreiben bekommen, ein Behördenschreiben zum Thema Brandschutz. Und wenn wir uns hier so umgucken, ist das auch kein Wunder. Gibt es jetzt hier überhaupt noch eine Tür, die ich aufmachen kann, außer dieser Tür und dieser Tür? Das ist ja die, da geht es ja zum Keller runter. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Oh, Scheiße. Hier habe ich noch was übersehen. Lucia, erste Offizierin. Erste Offizierin, ganz ruhig.
Tief durchatmen. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet oder den Captain, weil sie sehr stolz ist. So stolz. Wieder so eine Figur aus ihren Spielen. Aus ihren lustigen Spielen. Nein, ein Heckenlabyrinth. Nein. Nicht sowas. Nicht so. Father, no, please. Oh Gott. Was hat er getan, der Vater? Was hat er getan? Stay out of it, Lily. Why can't you just leave us alone? You fill the boy's head with nonsense. As if he wasn't useless enough. Aber sie kann doch nichts dafür. Oh. Ein Auge. You're the one who's useless. You cruel one-eyed freak. What did you call me? Get away from him. You monster. Oh Scheiße. Nicht gut. Wow. Ach du Scheiße. Das war ein riesiges, einäugiges Skelett. Oh nein. Ah! Das darf mich nicht sehen. Oh toll, die Tür ist zu. Wo muss ich denn jetzt lang? Was muss ich jetzt machen? Kuckuck. Guck weg. Kleines Schweinchen. Wenn ich jetzt einfach durchrenne? Ich muss aus der Sichtlinie von dem Zyklopenskelett bleiben, glaube ich. Und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ja, stimmt, das ist das Labyrinth von vorhin, was da in dem Gang gezeigt wurde. Ach du Scheiße. Da kann ich mich doch jetzt nicht mehr dran erinnern. Wie soll ich mich denn da jetzt dran erinnern? Ich mache das einfach nach Gefühl. Im Labyrinth muss man sich immer rechts halten. Oh shit. Ja, das war falsch. Hä? Ich dachte, in der Nische bin ich vielleicht geschützt. Komisch. Gott. Ich dachte, in der Nische habe ich vielleicht... Wo soll ich hier auch sonst hin eigentlich? Okay, warte. Ich kann ja nur hier hin in die Nische. Wo soll ich sonst hin? Okay, das ist komisch. Wahrscheinlich ist es die falsche Nische, in die ich mich zurückziehe. Wahrscheinlich muss ich eher so nach links ausweichen. Ah, nein! Okay, das war dumm. Ich bin zu früh losgelaufen. Es war dumm. Ich gebe es ja zu. Stopp! So, jetzt. So, was ist denn, wenn ich jetzt hier hingehe? Oder ich muss einfach am anderen Ende erstmal warten, bis der Strahl durch ist. So wie ich hier ja auch warten muss, dass er durch ist. Vielleicht ist es das. Vielleicht muss ich einfach hier vorne erstmal warten. Vielleicht triggern, zurücklaufen. So, jetzt einfach zurück. Jetzt zurück. Ah, da geht's zu. Hier kann ich stehen. Hier ist auch der Sound ganz anders. So, jetzt schnell durch. Jetzt erstmal kurz warten. Hier lang. Wow. Okay, schnell raus. Da geht's offensichtlich nicht lang, würde ich jetzt vermuten. Hier kann ich stehen. Sollen wir erstmal kurz hier warten? Wir warten hier erstmal kurz. Ja, war die richtige Entscheidung, definitiv. Wo muss ich jetzt hin? Hier rein. Na, wo kommt's? Da kommt's.
Und jetzt einfach hinterher. Vorsicht. Jetzt einfach hinterher. Und dann in die Nische rein. Und jetzt einfach hier kurz warten, bis es wieder vorbeikommt. Es kommt bestimmt zurück. Es kommt bestimmt von da, wo es gerade in den Gang ist, kommt es bestimmt hierher zurück wieder. Und wenn ich jetzt in den Gang weitergelaufen wäre, müsste ich wieder umdrehen. Das ist, glaube ich, der Catch an der Stelle. Da kommt's, da guckt's nämlich noch. Das hässliche Fratzenskelett. Hässliches Zyklopen-Scheißskelett. Es ist der Papa übrigens. Ich wette, es kommt gleich wieder. Ich wette, es kommt gleich. Ich würde ja zu gerne mal rausgucken. Okay, offensichtlich. Es ist scheinbar gerade beschäftigt. Okay, ich gehe mal weiter. Oh, ja, es kommt zurück. Oder? Kommt es? Mal gucken. Ah. Wie weit geht denn das da hin? Okay, ich weiß nicht, wo ich hin kann. Scheiße. Hier! Puh. Alter Schwede. Ist es noch da? Wo ist es? Da ist es. Jetzt einfach hier lang. Genau, sauber. Und jetzt einfach geradeaus. Und jetzt einfach hier reinstellen. Wo kommt's? Okay, ich laufe einfach weiter. Ah! Lauf, lauf, lauf! Nicht stehen bleiben! Nicht stehen bleiben! Nicht stehen bleiben! Na, wo ist es? Ah! Aha! Nein, nein, nein! Oh, scheiße! Ah! Okay, das habe ich irgendwie... Da habe ich mal kurz zum Skelett hochgeguckt und dachte so, vielleicht habe ich ja Glück. Aber nein. Da. Da. Okay, da nicht lang, da lang. Es ist doch richtig, hier lang zu laufen. Hier lang, hier lang, hier lang. Einfach laufen, einfach laufen. Und hier rein. Ah, wunderbar. Jetzt weiter, weiter, weiter. Da lang. Da rein. Ja, definitiv hier rein. Jetzt kurz warten. Jawohl. Kommt's wieder zurück? Oh ja, kommt's. Okay, jetzt hinterher. Da rein. Hey. Wuhu, das läuft aber gar nicht so schlecht. Juhu! Und jetzt weiter. Da rein. Erstmal da rein. Wir verarschen dieses hässliche Skelett. Das war knapp. Jetzt schnell durch. Okay, das ist ein Fake-Baum. Da darf ich nicht rein. Oh, 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 oh! Stell sofort sämtliche Müllpressen auf der Inhaftierungsebene ab. Schnell! Ha! Father, it's today. I know. I'm going to see her. Take care of the house while I'm gone. Did you get anything for James? It's his day too. I had to buy something for your mother. That's all I could afford. Na toll. Finanziell geht's also auch bergab. Nicht mal für Blumen reicht's mehr. Am Trauertag. Sie sah jetzt gar nicht so gut aus, ne? Wenn er mich fragt. Klettern wir mal hier hoch. Oh Gott. Eine Tür, ein langer Gang und da hinten ist was Hässliches. Ich will da nicht lang. Aber es hat gespeichert. Was ist das?
Ist es der Schwabbermann? Der schwabbelnde Wabbermann? Das was? Nein, ich will nicht. Geh weg. Ah, das ist noch so eine Sprechrolle. Nummer 4 haben wir. Lass mich. Hässlicher Schwabbelmann. Kann ich jetzt... Warte mal. Come on. There's nothing left for us here. Das ist der hässliche Schwabbelmann. Der Schwabbelwabbelmann. Der schwabbelnde Wabbermann. Is it over? Nein. Das wäre so schön. No, Mr. Hardy. Das ist auch krass hier. Only just beginning. Und wieder der Vorführraum. Und was kommt jetzt? Der Fognebel des Grauens. Oh Gott, dieser Akt 3, der zieht sich ganz schön, muss ich mal sagen. Aber hier fügen sich die ganzen Stränge so langsam zusammen. Man merkt das schon so ein bisschen. Da ist die letzte Filmrolle. Breeze. Ah. Okay, nice. Ich kann ihn nicht erlösen. Ich konnte beim schwabbelnden Wabbermann nichts machen, leider. Ich konnte da nichts machen. Ich konnte ihn nur angucken. Der schwabbelnde Wabbermann. Oh, wir sind wieder in der Kabine und, ja gut, so langsam, aber sicher. Lasst uns mal die Pflanzen gießen, ne? Das darf man ja nicht vergessen. So, die brauchen viel Wasser, am besten auch noch die Dusche anmachen. Sehr gut, dann wachsen sie nämlich gut. Das habe ich fast vergessen beim letzten Mal. Die haben nicht genug Wasser gekriegt. Hier, mehr Wasser. Hier muss ich auch mal mehr gießen. Ich glaube, ich muss mal dringend mehr gießen. So ein bisschen. Langsam aber sicher beschleicht sich bei mir oder drängt sich mir das Gefühl auf, dass ich mehr gießen muss. Oh, das ist die Figur, die wir erschossen haben. Erinnert ihr euch? Herrlich, sie sitzt auf dem Bett. Das ist schön. Das ist toll. Wir haben ja jetzt hier auch noch eine Dings, ne? Noch eine Spule, legen wir die mal auf. Okay. Ja, Spielbär hat nicht nur sein Mars grün gemacht, sondern auch sein Zimmer in Layers of Fear 2, genau. Sieht man hier. Das ist Terraforming quasi, ne? Was wir hier gemacht haben. Aber das ist ganz schön weird. Warte mal. Charakter, zieh es durch. Lasse dein Herz bluten. Okay. Hier ist jetzt nichts mehr. Hier kann man auch keinen Brief vom... Ah, warte mal doch. Was ist los? Mir wurde gesagt, dass du noch nicht am Set aufgetaucht bist. Es ist, als hättest du dich in Luft aufgelöst. Der Regisseur schien dir doch zufrieden. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, es geht dir gut. Dein Freund und Agent. Der Agent weiß nicht, wie ihm geschieht. Ach, das sind die Dias, die wir im Level gefunden haben. Guckt mal. Hier können wir sie uns angucken. Das ist auch gruselig. Da sind aber noch einige, die wir noch nicht gefunden haben. Kann das sein? Wah. Unheimlich. Wir haben nicht alle Collectibles gefunden. Nein, nein. Und Seiten haben wir anscheinend auch nicht alle gefunden. Wir haben einiges nicht gefunden. Kann das sein? Aber es gab ja an einigen Stellen durchaus auch Momente, wo man sich anders hätte entscheiden können. Ne? Dafür haben wir zwei Filmplakate gefunden. Also Disney-Filmparade hier und Piratenzeit. Hier fehlen zwei, hier haben wir zwei nicht gefunden. Und hier kommt ja noch einiges eigentlich. Da
Dann glaube ich mal, kommt mindestens noch ein Kapitel, würde ich jetzt schätzen. Da müssten es ja 4 Kapitel sein. Oder wie oder was? Was haben wir denn hier? Deinen Charakterformen, Wendepunkt. Mache einen Schritt zurück, atme durch, denke an die Momente, die das Leben verändern, durchgestrichen, Narben, die sie beschreiben. Vielleicht ist es wirklich, vielleicht geht er seine Vergangenheit einfach im Kopf durch, um eine Figur zu entstehen zu lassen. Okay. There shall be a vast shout. And then a vaster silence. Mhm. Alles klar. Wow. Atme. Akt 4, atme. Na toll. Und alles ist schwarze-weiß. Oh nein. Wir sind auf dem Schiff. Wieder einmal. Wir sind so nah. Ich kann es spüren. Es darf keine Zweifel geben, kein Zögern. Nur unzerbrechlichen Willen. Das ist es, was wir haben. Das ist es, was wir sind. Endlich. Oh nein, ich muss mich mal richtig hinsetzen hier schon. Ich sitze ja schon irgendwie auf einer Arschbacke nur noch vor Aufregung. Jetzt kommt wohl Waterworld. Na mal gucken, dann kommt Kevin Costner um die Ecke jetzt. Das ist nämlich mein Vater. Warte mal, hier muss doch irgendwas liegen, wenn das hier schon so eine Nische hat. Aber offensichtlich ist hier nichts. Komisch. Keksdose. Oh Gott. Es schwankt. Hä? Wir sind aber offensichtlich wieder erwachsen jetzt. Scheint die Gegenwart zu sein. Von leitender Sicherheitsbeauftragter an gesamte Crew. Achtung, blinde Passagiere an Bord. 2 davon, höchstwahrscheinlich Kinder, wurden im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbeaufsichtigt auf dem Schiff herumwandern. Bei sich Kontakt sofort fassen. Okay, also offensichtlich sind die beiden Geschwister, nachdem das beim Vater alles den Bach runtergegangen ist, ausgebüxt und haben sich auf ein Schiff geflüchtet. Und das sind dann hier jetzt diese Flashbacks, die wir jetzt hier haben. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich hin? Hier glänzt was, aber das ist nur die Pfanne. Hier gibt es keine Tür oder irgendwie sowas. Nur dieses Schreiben gibt's hier. Ah, hier. Nee, da bin ich hergekommen. Da darf ich nicht rein. Vielleicht muss ich doch irgendwo hier in der Ecke was machen. Okay, ich stehe schon wieder leicht auf dem Schlauch. Wo ich hin muss und was ich tun muss. Vielleicht ducken? Vielleicht muss ich irgendwas nehmen. Hä? War die Tür hier schon die ganze Zeit da? Nee, oder? Die ist gerade entstanden einfach. Oh.
Okay, das sind immer so die Momente, wo ich mir denke, vielleicht sollte ich wirklich mal mir angewöhnen, rückwärts durch die Tür zu laufen. Vielleicht sehe ich ja dann, was hinter mir so mit dem Raum passiert. Aber ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, wenn ihr keine Folge Layers of Fear mehr verpassen wollt. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Layers of Fear 2. Bis dann, ciao, ciao!